Okay. So, und wir sind wieder da in der zweiten Wirbelsäule-Konferenz. Nicht alle konnten, können teilnehmen. Jetzt im Moment sind Pavel Osten, Achim Weiß weiß noch nicht mit der Tochter und Andrea Hamann und Saida und Dr. Gitliuzzi. Und ich habe Saida gebeten, uns zu dienen im Sinne, dass sie erstmal eine Zusammenfassung macht von das, was sie als Zuschauerin die Ergänzung sieht, bevor wir in das Podium gehen. Ist okay? Ja. Okay. Hallo? Ja. Bitteschön. Ja, ich habe mir einfach mal wichtige Notizen gemacht, die Zusammenfassung, was ich so bei jedem mitgenommen habe. Und bei dem Ronald Hoth war es zum Beispiel, dass die Lebensenergie, welche aufsteigen will, bis zum 40. Lebensjahr am besten im Kronchakra angekommen ist. Warte mal ganz kurz. Ja. Pavel, magst du ausmachen, den Livestream? Ja. Okay. Okay, bitte. Und ja, die Menschen unterdrücken andere Menschen, weil sie Angst vor der Lebensenergie haben. Und das fängt schon sehr früh an. Zum Beispiel im dritten Lebensjahr, in der Kindheit, da öffnet sich bei dem Kind das Chakra für die Macht. Und es hinterfragt die Machtstrukturen. Und da fangen dann schon die Erwachsenen an, das zu unterdrücken. Und die Kinder machen dann sozusagen das Chakra wieder zu und dann kann auch diese Energie nicht mehr fließen. Da geht's schon los. Und die Menschen unterdrücken auch sich selber und damit auch die Lebensenergie von sich selbst. Und wenn die Lebensenergie unterdrückt wird, blockiert das eben halt den Aufstieg der Lebensenergie nach oben, was ja das höchste Ziel ist. Und er hat dann noch gemeint, das Wichtigste im Grunde ist das Aufwachen und Bewusstwerden. So, dann habe ich zu Andrea Hamann mir notiert, dass die Wirbelsäulenbeschwerden heißt immer, dass da ein Thema dahinter steht, wo eben halt jeder dazu aufgefordert wird, hinzuschauen, sich Gedanken zu machen, was steht eigentlich dahinter. Wo kommt zum Beispiel die Verhärtung her? Was möchte sie mir sagen? Und wo bin ich verhärtet? Vielleicht auch im Verhalten oder in welchem Bereich? Auf der Wirbelsäule sind unsere Erbschaften der Familie, welche wir erkennen, annehmen und leben dürfen. Schön. So, zum Pavel Osten habe ich mir notiert, dass es ganz wichtig ist, die Wirbelsäule hat eine energetische Bedeutung und die Organe und Wirbel hängen sehr eng zusammen. Sie stehen in Wechselwirkung und wenn eine Blockade vom Wirbel vorhanden ist, dann hat sie Einfluss auf die Funktion des zugewiesenen Organes. Eine Blockade an der Wirbelsäule hat Einfluss auf die Lebensenergie, die auch Kundalini genannt wird. Jedem Organ ist eine Emotion zugeordnet und daraus kann man schon sehr viel erkennen. Dann hat er auch noch gemeint, was viele vergessen und sehr wenig bekannt ist und angewandt wird mit den Störfeldern, dass zum Beispiel eine Narbe eben halt ein bestimmtes Areal stören kann und dass es halt auch wichtig ist, dann Narben zu entstören. Ein anderer Punkt war, dass die Wasseraufnahme auch ganz wichtig ist, dass viel zu wenig Wasser getrunken wird und dass der Wasserhaushalt Einfluss auf die Wirbelsäule hat, weil die Bandscheiben dann zusammenschrumpfen, wenn zu wenig Wasser im Körper vorhanden ist. Und der Wasserhaushalt ist auch ganz wichtig für die Selbstheilungskräfte. Wenn wir genügend Wasser trinken, dann kann der Körper sich auch selber heilen. Ansonsten hat er eben nicht die Möglichkeit dafür. So, zum Achim Jörg Weiß habe ich mir notiert, die Wirbelsäule ist wie ein Gehirn, was alles weiß.
Wobei das ja ein bisschen untertrieben ist, aber es ist schon mal ein guter Ansatz, so kann man es auch sehen. Und wenn du krank bist, dann schau dir die Wirbelsäule an. Die Wirbelsäule kann dir sozusagen alles sagen. Der Mensch ist in elektrisch und magnetische Energie unterteilt, die neben der Wirbelsäule als Kanäle langfließt. Die elektrische Energie ist die Sonnenenergie und die ausdehnende Kraft. Die magnetische ist die Mondenergie, die Wachstumskraft und zusammenziehende Kraft. Durch den unharmonischen Energiefluss neben der Wirbelsäule in diesen zwei Kanälen ist dann der Mensch im Ungleichgewicht. Und das Ziel ist es, dass die elektrische und magnetische Energie durch die Wirbelsäule fließt, damit wir in Harmonie sind, im Gleichgewicht. Ja. Tschüss. Das war meine Zusammenfassung. Dankeschön. Dankeschön, Aseida. Schön, das hatte ich mir immer ein bisschen gewünscht, weil ich bin immer viel mit Technik. Die Wertschätzung für alles, was gesagt wurde, die Ergänzung und eben dieses für mich Weltewunder, weil ich bin auch in meinen Systemen schon ein bisschen verankert, wie ich das immer mit der Wirbelsäule erkläre. Und die Öffnung für die anderen Systeme ist ein Geschenk. Vielen Dank an alle. Okay, vielleicht was ein bisschen jeder von den anderen auch gelernt hat. Ne? Also diese Verbindung mit den Organen ist natürlich genial. Möchte ich schon das weiterentwickeln, dass wir vielleicht gemeinsam Organ für Organ in dieser Verbindung das einfach auch spüren im Körper. Mein Gefühl ist, dass die meisten Leute einfach, wenn die Schmerzen nicht kommen, eigentlich nicht in die Wahrnehmung des Körpers gehen. Ne? Hm. Und dass wir das sowohl in Schulen oder Betriebe oder hier in Live-Sendungen, dass wir regelmäßig irgendwelche Sendungen machen, wo wir gemeinsam irgendwie spüren wir, was weiß ich, dieser Organ oder die Wirbelsäule oder diese Verbindung oder. Ne? Nee, was machst du da? Achso, der ist dran. Hä? Ich wollte die Andrea ein bisschen mehr sehen. Nee, weil das sind beide dran. Ne? Ach so. Siehst du, das hier sind beide jetzt zu sehen. Ne? Ah, okay. Ja, was meint ihr dazu? Herr Osten. Ja, also ich fand es sehr spannend. Ich finde es sehr spannend, die Ideen sowohl vom Herrn Weiß wie auch von Andrea. Wollte ich mich auch bei ihr bedanken für die Einladung und ich fand die Beiträge sehr, sehr interessant. Ich fand es sehr bereichernd, ja. Ich konnte da einiges auch erkennen an dem, was ich in meiner Praxis auch beobachte, wo ich mir selber auch Gedanken gemacht habe. Ich fand es sehr inspirierend. Ich habe in der Konferenz einiges dazugelernt und fand das sehr, sehr gut, ja. Also zum Beispiel bei Andrea, die Materie folgt meiner Aufmerksamkeit, habe ich mir aufgeschrieben und das ist tatsächlich so. Da, wo der Fokus ist, da kann ich auch etwas wahrnehmen, da kann ich etwas verändern, da kann ich etwas in Bewegung bringen, ja. Und das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip in der Osteopathie, weil wenn und in kraniosakrale Therapie, aber eigentlich bei jedem Heilen, bei jedem jede guten Behandlung, da ist die Aufmerksamkeit dabei. Ja, wenn meine Aufmerksamkeit schwindet, wenn ich mit anderen trivialen Dingen beschäftigt bin, wenn ich ans Einkaufen denke oder an was anderes und ich behandle einen Menschen, das hat dann keine Wirkung, ja, weil es ist, Energie folgt den Gedanken, ja, und folgt die Aufmerksamkeit und das ist tatsächlich so und da, wo unsere Aufmerksamkeit ist, da sind schöpferische Kräfte am Werk, ja. Fand ich sehr, sehr spannend, sehr schön, sehr, sehr gut. Mhm.
schön. Andrea, du wolltest was sagen? Wollte ich? Ja. Ich kann immer was sagen, mir fehlen selten die Worte. Ich fand es auch wieder unglaublich spannend und ich kann jedes Mal mein Wissen oder das, was ich gelernt, gelesen, erfahren habe, bei jeder dieser Konferenzen mit jedem Referenten immer wieder vervollkommnen, sag ich mal. Es kommt immer wieder was Neues dazu, etwas, was ich mehr und verständlicher integrieren kann, wie zum Beispiel das mit den Meridianen. Das ist ein Thema, wo ich mich vorher nur ganz, ganz weit am Rande mit beschäftigt habe. Auch das mit den Dermatomen, das habe ich alles irgendwo schon mal gehört und auch mit Anatomie mich beschäftigt. Aber was mir daran so gefällt, wenn wir so unterschiedliche Menschen uns zusammenfinden, dass wir gemeinsam über ein unfassbar großes Wissen verfügen. Das begeistert mich immer wieder und ich finde es so schön, dass wir das hier zusammenbringen, jeder von sich gibt und für jeden von uns, ob wir aktiv daran beteiligt sind oder ob wir das nur konsumieren, für jeden ist es eine große Bereicherung, ein Geschenk. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön, Herr Weiß, dass Sie es geschafft haben. Das freut mich. Ja, ich habe es nochmal geschafft. Ich weiß nicht, wie lange, aber jetzt habe ich mich nochmal eingeklinkt. Schön. Schön. Haben Sie denn die Möglichkeit gehabt, den einen oder anderen Beitrag mit dem halben Ohr zu verfolgen? Ich habe noch ein bisschen was von Pavel mitgekriegt. Ansonsten leider auch nur kurz, weil meine Tochter dabei war. Ansonsten noch kurz von der Zusammenfassung habe ich was mitgekriegt eben. Schön. Sehr schön. Doch, das war schön und ich schaue es mir auf jeden Fall auch wieder an und ich finde das eine super Plattform einfach für Austausch, natürlich. Und auch eine super Plattform, um sich auch mal eben zu unterhalten, so ein bisschen tiefer. Ich hatte jetzt leider so kurzfristig nicht die Möglichkeit, jetzt mir den Freiraum zu machen, aber ich find's super. Und ich meine auch irgendwie mitgekriegt, irgendwie es ging auch irgendwie ums Kronenchakra und dass wir ja alles Licht sind und dass diese ganze Energie, diese Entwicklung nach oben geht oder diese Energie durch uns durch nach oben will, ganz genau, also kann ich nur unterstützen und ich hoffe, ich habe da nicht verwirrt mit elektrisch-magnetisch, weil damit wollte ich nur sagen, wie sich die Energie ausdrückt im Körper, ne? Ist elektrisch und magnetisch und diese Lebensenergie und wir müssen letztlich ein Prisma haben, um diese Energie einzufangen, damit wir gut leben können. Darum geht's. Ja, ich bin über diese Begeisterung, das tut so gut, sieht man, wie jeder wirklich nicht nur irgendetwas gelernt hat, sondern sich begeistert für einen Bereich und dieser Bereich auch mit ganzem Körper, mit ganzer Stimme einfach auch vertritt. Ne? Und das, obwohl eben, wenn ich jetzt, ich habe Wirbelsäule, Leipzig, diese ganzen Themen sind wenig zu finden im Internet. Die Leute wissen das nicht über diese ganzen Zusammenhänge. Es ist, wie wenn wir im Mittelalter wären in Bezug auf solche Themen und ihr habt sie so klar, so liebevoll, so professionell einfach, dass ihr das richtig erfahren habt, angesprochen, dass das mich einfach eben berührt und sagen, Mensch, irgendwie diese kleine Konferenz und wie können wir diese Themen richtig ordentlich einfach auch weitergeben, ne? Danke. Ja, Herr Osten. Vielen Dank, ja. Vielen Dank, ja. Das ist, hat Jade das sehr gut zusammengefasst. Ich fand es richtig, also ich finde auch die Konferenz als eine Chance für einen Austausch und für ja, Austausch von Erfahrung und Wissen und Anregung. Vielen Dank. Ja, was können wir, ja, bitte. Für mich ist immer wichtig, dass wir den Weg wieder zurückfinden in das Natürliche, in die natürliche Medizin, die wir uns selber angedeihen lassen können und uns gegenseitig schenken können. Das ist die natürliche Form der Heilung und Selbstheilung. Der Weg dahin zurück, den haben wir begonnen zu beschreiten und ich glaube, das ist das Wichtigste an dem Punkt überhaupt, dass wir einfach beginnen, ja, uns von einem jungen System wieder abzuwenden, von dem wir erkannt haben, dass das nicht das Nonplusultra für uns darstellt.
Ja, das soll man sagen. Viele Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, machen Dinge. Ne? Insofern, das ist halt das, was rauskommt in der Medizin auch. Wir müssen erstmal uns selbst kennenlernen und darum geht's. Und wenn wir uns selbst kennenlernen, heilen wir uns selber ganz genau. Das ist eigentlich der Weg. Ja, eine der Themen, die ich denke, das auch mit der Wirbelsäule zu tun haben, hatte ich das auch mit Ronald Hood besprochen, dass viele Leute Angst haben, in die Schöpferkraft zu gehen. Ne? So, ich sehe einfach, ihr seid einfach auch begeistert und geht in die Forschung, aber viele Freunde, viele bremsen sich ein bisschen, Eigeninitiative zu haben, auf Entdeckungen zu gehen, in Abenteuer zu gehen, zu dem Körper zu fragen oder in diese neue Dimensionen. Und dann denke ich schon, dass die Wirbelsäule, die Aufrichtung, ich bin Schöpfer, ich kann forschen, ich kann erkennen, dass da bei vielen Leuten irgendwo blockiert ist. Deswegen ist für mich auch dieses Thema auch so wichtig. Ne? Und was meint ihr dazu? Ich beobachte das, dass viele sind am Konsumieren oder auch mit den Themen oder Seminaren, was wir machen. Und oft die Leute bekommen Angst, wenn ich einen Hinweis gebe, dass man selbst auf Entdeckungsreise gehen kann. Oder halten sich zurück oder fangen an, sich zu verstecken oder irgendwie. Was hat das mit der Wirbelsäule zu tun? Das frage ich euch. Also die Wirbelsäule hat ganz klar, ist aus meiner Sicht die zentrale Stelle, an der wir zeigen können, ob unser System gut funktioniert, ob wir als Mensch zu unserer Aufrichtung stehen. Ja? Und wenn wir mutig im Leben unsere Aufgaben anpacken, dann haben wir selten Probleme mit unserer Wirbelsäule. Wenn wir unseren Weg gehen, konsequent gehen und uns trauen, unsere Schöpferkraft anzunehmen, ja, dann fließt auch die Energie. Wenn wir aber uns nicht trauen und eher zurückweichen, dann uns selber irgendwie Steine im Weg legen oder uns selber einschränken, dann natürlich hat das Auswirkungen auf die Wirbelsäule und auf den Fluss der Energie im Körper. Ja, und sieht man die Menschen an und die Menschen spüren es selber, weil sie Beschwerden bekommen langfristig. Ja, das stimmt. Ich habe nach meiner Behandlung fragen mich Menschen dann oft hinterher, und wie kann das jetzt so bleiben, dass ich so aufrecht bleibe, und dann stelle ich sie immer gern vor den Spiegel und sag mal, guck mal, so stehst du, so. Jetzt denk mal an deine ganzen Probleme, mit denen du hierher kamst und so, ne, mit denen du die mir erzählt hast. Erzähl nochmal. Er erzählt und guckt in sein Spiegelbild und sieht, und der Brust hängt runter, ne, und der relativ klein. Und er sagt so, und jetzt überleg mal so, wie du geboren wurdest. Ja, du wurdest ja eigentlich als Löwe geboren, als großer Schöpfer, ja, als Löwe, sage ich jetzt einfach. Das ist immer das Bild, weil ein Bild ist immer gut. Ja, nicht als Lamm in dem Sinne, sondern als Opfer, sondern als Löwe. Und wenn die sich das vorstellen, Löwe zuckt, und dann sieht man schon, wird größer der Mensch, zack, ach, Löwe. Ja. Und sagt, guck, so funktioniert's. Überlege, wer du bist. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja, also diese Erfahrung mache ich auch manchmal, dass ich meinen Patienten sage, ja, nach der Behandlung, schau mal in den Spiegel, schau das Leuchten in deinen Augen, schau, wie es dir geht, und das ist dein Geburtsrecht, ja, steh dazu, nimm es wahr und trag diese Energie in deinen Alltag. Genau. Oft ist es aber so empfinde ich das, so erlebe ich das immer wieder, dass die Menschen Angst davor haben,
sich selbst zu ermächtigen, selbst sich verantwortlich zu zeigen für das Leben, was sie führen. Darum gibt es leider immer noch so viele Menschen, die zum Doktor gehen und sagen, bitte mach mich heile, ne? Das ist alles eine Frage des Bewusstseins, des bewussten Ausrichtens auf das Thema, die Beschäftigung damit und dann eben auch in die Selbstheilung damit zu kommen. Ja, das ist, ich sehe das als einen Prozess, das kommt, geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, sondern es ist das Bewusstsein darf wachsen. Wir als Menschheit haben auch uns entwickelt und so ist es bei jedem Einzelnen, dass das oft, dass es ein Weg ist. Und das sind einfach Lernerfahrungen, die wir sammeln wollen. Ja, dazu, ich denke, dazu sind wir auf der Erde, um uns weiterzuentwickeln, um neue Erfahrungen zu sammeln. Aber das sind nicht, ich sehe es, dass jeder irgendwie gleichwertig ist. Die Menschen stehen einfach nur an unterschiedlichen Ebenen der Entwicklung, aber deswegen ist nicht der eine besser als der andere. Nein, und ich glaube auch das, was du meinst, eben Andrea, was du sagst, wenn jemand so immer bewusst und in seiner Schöpferkraft ist, ich meine, das ist letztlich das, was wir als erleuchtet beschreiben. Ne? Ich meine, da sind wir natürlich irgendwo auch nicht alle so weit. Ja. Dann sind wir in unserer wahren Schöpferkraft. Wir vergessen es halt immer wieder. Wenn wir es halt permanent wären, das würde ich als Erleuchtung beschreiben. So, ne? Dass die Energie fließt durch die Wirbelsäule, wir sind permanent bewusst uns unserer Kraft und entscheiden uns und entscheiden. Ne? Wir können dann alles entscheiden, weil wir wissen, ja, wir sind so bewusst, dann können wir alles entscheiden. Im Moment. Wir haben die Macht dazu. Aber das, ja, das macht auch Angst. Das ist natürlich ganz groß. Ne? Das ist was ganz Großes. Aber wenn man auf einmal selbst die Verantwortung für Dinge trägt, wo man gar nicht dran gewöhnt ist, ne? Ja. Wir sind ja immer noch gerne sagen, ja, und die und auch in die Gesellschaft, und wenn die alle mal besser wären, ja, und wenn die nicht alle so, guck, das Medizinsystem ist ja auch so schlecht, wenn das besser wäre, und also wenn alles besser wäre, ne, dann würde ich ja auch. So habe ich früher auch gedacht, wenn alle so wären, ich wäre alles in Ordnung, bis ich dann irgendwann mal das Bewusstsein bekommen habe, dass das eben ganz genau andersrum ist. Genau. Ich denke auch ab und zu so, aber dann drückt es wieder in der Wirbelsäule. Genau, das ist das Gute daran. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich denke, Eigenverantwortung und Selbstermächtigung, das sind ganz, ganz wichtige Begriffe, weil die hängen mit der Wirbelsäule zusammen. Ja? Wenn ich mich nicht selbst ermächtige, wenn ich mich als Opfer sehe, dann schränke ich meinen Bewegungsradius ein und schrumpfe zusammen. Ja? Und je mehr ich das praktiziere, desto stärker kann ich das auch physisch erleben. Ja? Zuerst fühlt sich das vielleicht energetisch an, und wenn ich das lange genug praktiziere, kann ich das auch physisch erleben. Und und da geht es, glaube ich, darum, eben neuen Blickwinkel, neuen Standpunkt einzunehmen, neue Blickwinkel zu gewinnen und den mein Spektrum zu erweitern. Ja, das, was ich nicht auf die Welt durch einen schmalen Spalt zu sehen, sondern den ganzen Horizont zu erkennen. Der Weg? Der Weg in diese Schöpferkraft, wenn ich den Cheat wahrscheinlich jetzt richtig verstehe, ist der einfach, es zu tun, oder? Einfach als Schöpfer, also ich meine, dann gibt es natürlich dieser Bauch, der dann zusammenzieht sich und vor Angst quasi sich zusammenzieht. Also ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder mal, der dann Angst kriegt oder irgendwo alte Stimmen. Und ist dann der Weg, ist dann letztlich einfach es zu tun, oder? Ja, wir haben vor kurzem mit Professor Vogt, Michael Vogt, eine Sendung gemacht über dieses Thema. Es hat schon 5000 Leute aufgerufen, dass das schon ein sehr aktuelles Thema ist, ne? Und wo irgendwelche Veränderungen in Gange sind, weil
Ich möchte auch, dass alle, die zu in den Seminare kommen, dass alle Freunde sind, dass alle mitforschen, mitentwickeln. Und vielleicht eine gezielte Frage, apropos Schrumpfen und Wirbelsäule. Morgen beginnen wir eine dreitägige Forschung oder Seminar über die Brüste. Ne? Und, ey, die können auch wachsen, die müssen nicht bloß schrumpfen. Und das ist eine Sache, wo ich auch ein bisschen geguckt habe, hat irgendjemand geforscht, die Brüste sind auch ein bisschen das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, dann sind das auch Drüsen und für mich ist, was die Wirbelsäule betrifft, der Zusammenspiel des Lymphsystems mit dem kraniosakralen System und die Drüsen einfach auch ganz wichtig. Und deswegen, wenn euch etwas jetzt einfällt über natürlich die Aufrichtung, hat einen Einfluss auch auf die Brüste, sowohl männliche wie weibliche. Ne? Es geht einfach um Mitteilen, um den Stolz, um die Freude, um ich zeige mich, ich habe nichts zu verlieren. Und dass wir auf dieser Ebene wenig gesehen haben, wenn ihr einen Beitrag dazu geben könnt, eben Wirbelsäule und Organ, sagen wir, oder Drüsen, Brüste, ob euch was in eurer Erfahrung auch etwas einfällt, wäre ich dankbar. Und Andrea wird das leiten, ne? Gut leiten. Ja. Ja, da gibt es bestimmt einen Zusammenhang. Also, nachdem die Wirbelsäule mit allen Organen und allen Drüsen verbunden ist, hat das auch Einfluss. Also ich denke, dass da sicher Verbindungen da sind, weil der ganze Brustkorb ist ja innerviert und die Nerven, die enden natürlich in die Wirbelsäule und leiten dann die Information auch weiter zum Gehirn. Und ich denke, dass da auch Wechselwirkungen sind, ja, zwischen dem Zustand der Wirbelsäule, zwischen dem Energiefluss durch die Wirbelsäule und der Funktion der Drüsen. Und die Knoten in der Brust auch, ne, die oft so oft kommen, ne? Ja. Ja. Wer macht Knoten in Brüste? Ich habe mich das immer schon gefragt. Wer tut sowas? Ich glaube, das sind wir selber. Das sind immer wir selber. Ja. Aber eben, habt ihr Erfahrung gemacht durch die Arbeit an der Wirbelsäule, dass sich das an der Brüste etwas verändert hat? Ach, nicht an deine Klienten, meine ich. Das ist schwierig. Das kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Okay. Weil wenn jetzt Knoten an der Brust ist, natürlich, ich behandle immer die Wirbelsäule und der Bereich der Brustwirbelsäule, der auch auf die Drüsen oder sagen wir auf die Brüste dort direkt nervlich versorgt, der ist immer auch blockiert. Wo jetzt Hände und Ei ist, da würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber das gehört dazu, diese Wirbelsäule frei zu machen, damit es leichter wird. Und dann muss ich da wieder ausholen und sagen, wenn jetzt Knoten wachsen und so weiter, das sind magnetische Kräfte, also das sind Wachstumskräfte am Werk, die brauchen einen Gegenpol. Also dieser Mensch braucht elektrische Kräfte ohne Ende. Sauerstoff ist letztlich auch das, was man kennt, sogar aus der Krebstherapie, was angesetzt wird. Sauerstoff ist das elektrische Element schlechthin und Elektrolyte. Und damit kann man ganz viel bewirken, um die zurückzudrängen, denn diese magnetischen Kräfte, die müssen dann zurückgedrängt werden, wenn man jetzt so das sieht, jetzt rein als diese Kräfte. Und das Thema, was dahinter ist, keine Frage, dass da Themen dann sind. Ne? Wenn die Drüsen, wenn da Knoten sich bilden, wenn der Fluss unterbunden wird oder das Prinzip der Frau dort versucht wird, in irgendeiner Form zu hemmen, dann sind da immer Themen dahinter. Und die Frau ist in dem Brustbereich ja auch noch sehr empfindlich. Das ist der Pluspol der Frau, wenn man so will. Ne? Beim Mann ist das Pluspol ja im Genitalbereich. Und insofern, das ist eigentlich, sag mal so, es ist die Kraft, die nach außen geht als Frau. Und beim Mann ist es eben im Genitalbereich dort unten. Es ist dieser, da ist was zu geben, ne? Da hat die Frau was zu geben. Das ist so dieses. Und dieses Geben ist in irgendeiner Form natürlich dann zu hinterfragen.
Interessante Fragen, die man deiner Frau stellen kann, natürlich mit dem Geben. Irgendwas muss es damit zu tun haben. Wir ganz gehen in die Forschung. Ganz heiße Spur. Absolut. Ja. Eben vorhin kam einfach, es gibt eine Zuordnung für die auch die Wirbelsäule, für die einzelnen Wirbel mit Themen. Ne? Und was wir entwickelt haben, wir haben zum Beispiel jetzt am Wochenende in Berlin, bei Berlin in ZEC, mit Stefan Redler, der leider, er hatte keinen Zugang. Wir arbeiten eben die Dawn-Methode und die Intuition, haben wir das verbunden. Und er hat das natürlich auch, diese Zuordnung, das wird auch in diese Ausbildung mit eingeführt, da werde ich auch dabei sein. Und das wird einfach, werde ich diese reine Intuition damit einfließen, zum Beispiel eben, was hält die Person zurück, was gibt sie nicht, wenn sich da etwas, ein Schmerz oder ein Knoten bildet. Ne? Und da haben wir richtig vor, zusammen eben mit der Dawn-Methode, dass wir mit dem Zusatz Intuition, wo ich einfach auch gut unterrichten kann, dass jeder einen Zugang bekommt, dass man wirklich für jede Frage auch eine individuelle Antwort bekommt. Ne? Also das Generelle, aber dass die Leute oft auch eine gezielte, individuelle, was sie da zurückhalten, damit dann mit diesem Satz, was sie zurückhalten, an der Wirbelsäule gearbeitet werden kann und sie wissen, wenn sie das, wenn sie dieses, sich für dieses Geben entscheiden, was zurückgehalten wird, dann ist es einfacher, eine manipulative Therapie zum Erfolg zu bringen, ne? So dass wir mit all diesen Methoden Erfolg haben, indem wir diese individuelle, intuitive Wahrnehmung mit einsetzen, ne? Was ihr sowieso immer macht. Ne? Also da bin ich mir sicher, dass das viel besser noch wirkt, ja, weil es eben gesagt nichts Mechanisches ist, die Wirbelsäule an sich allein. Und durch diese cleveren Fragen mit dem, was hältst du zurück, das ist eine ganz tolle Frage, ne? Also da lässt einen richtig tief nachdenken dann. Und die stößt die Intuition auch richtig an, die du da noch machst. Ganz toll, kannst du an jedem Wirbel mit Sicherheit, ja. Stelle ich mir toll vor, ja. Die Arbeit. Also das sehe ich auch so, dass die Fragen dazu da sind, beim Menschen Bewusstseinsprozesse in Gang zu setzen. Ja. Und wenn etwas auf der körperlichen Ebene ja aus der Ordnung gerät, da gibt es sicher Gründe. Und wenn du da anregst, einen intuitiven Zugang dazu, ich denke, dass da ja, dass das ein sehr guter Weg ist, um ein bisschen mehr Licht in das Dunkel hineinzubringen. Und dadurch ist es auch eine Chance, Aspekte zu entdecken von Beschwerden, von Erkrankungen, egal welchen Ausmaßes. Und ich denke, so Themen wie Knoten in der Brust, egal ob gutartig oder nicht, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Und je mehr Licht in das Thema hineingebracht wird, desto größer sind die Heilungschancen. So sehe ich das. Schön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch, danke. Schön. Ja, wenn natürlich, ich bin bereit, wenn es andere Sachen gibt. Wir waren auch im München, Raum München, haben wir zwei solche Vorträge gegeben. Wenn bei euch irgendetwas stattfindet in dem Bereich, bin ich gerne bereit, dazu zu kommen. Ich bin, wie gesagt, ich bin begeistert für alles, was in Bewegung kommt. Und ich bin hyperaktiv, Ritalin bringt bei mir nichts, ne? Im Gegenteil. Und ja, habt ihr noch etwas zum Mitteilen abschließend? Ich wollte mich einfach nur bedanken für dieses Ereignis, dass es stattfinden konnte. Und ich finde es
beinhalten eine Chance für einen Austausch, für Anregung und ich freue mich schon bei der nächsten Konferenz bei euch dabei zu sein. Mhm. Danke. Danke, Austin. Mhm. Ich möchte mich auch kurz bedanken, weil ich jetzt auch gleich weiter muss. Ich freue mich auch, weiter in Kontakt zu sein. Auch wieder schön, dass jetzt durch den Cheat wieder diese intelligenten Fragen jetzt kommen und diese Intuition wieder in den Fokus kommt, auch für mich. Das ist total schön. Und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann in der nächsten Zeit auch mal wieder irgendwie bei ihm auf dem Seminar bin oder irgendwie in Kontakt komme, noch weiter. Und ich kann nur jedem raten, sich um die Wirbelsäule zu kümmern, nicht immer dazu gezwungen zu werden. Das ist wesentlich unangenehmer. Also es ist so schön, die Wirbelsäule ist eine ganz tolle Möglichkeit, die wir haben. Und den Innenraum aufzuspannen in sich und sich damit zu beschäftigen, das ist letztlich sehr, sehr beglückend. Und je mehr Raum wir in uns finden und je mehr Wirbelsäule wir in uns bewusst haben, desto besser geht es uns. Da bin ich mir ganz sicher. In dem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Abend und danke für die Möglichkeit. Danke, gleichfalls. Danke. Bis bald. Tschüss. 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 Ciao. Danke. Ja, für mich ist es auch so, aus meiner Erfahrung. Und das ist alles stimmig für mich. Das passt alles zusammen. Das ist... Ja, wieder die Erfahrung, alles ist eins. Wir müssen das nur erleben wollen. Hm. Schön. Ich danke auch für die Plattform, für all die wundervollen Menschen, die mitmachen. Und ich freue mich wirklich schon aufs nächste Mal. Ist gar nicht genug, hä? Nee, nicht wirklich. Okay, und eben danke dir, Andrea, nochmal, weil es ist natürlich Arbeit zusammenzubringen, anschreiben, das ist tagelange Arbeit, ne? Für die abzusagen, für die nicht können, für die das nächste Mal können. Das sind die Helden. Wir danken dir von ganzem Herzen. Ich danke für die Aufgabe. Okay. Einen wunderschönen Abend. Herrn Osten noch. Wir hören uns bald. Ja, ich danke auch, Andrea, für deine Organisation und für die Energie, die du da reingesteckt hast. Herzlichen Sehr Dank gern. Und schönen Abend. Ja, auch so für dich. Bis danke. Bald. Bis bald. Tschüss. 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 Ihr Lieben, auch euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns morgen. Ja, genau. Gleiche Stelle, gleiche Welle. So sieht's aus. Dann klinke ich mich jetzt raus, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. So, das war jetzt das Podium. Ich speichere das kurz. Kannst du da ausmachen? Mhm.